herzlich willkommen zum ersten First Look beim Lone Star. Ist heute frisch rausgekommen, der LKW für den amerikanischen Truck Simulator. Haben wir ja alle drauf gewartet und drauf hingefiebert, weil wir alle schon gesagt haben, im ATS bewegt sich nichts, was LKW-Marken betrifft. Und das stimmt leider auch. Da muss man STS schon ein bisschen in den Boobs hier treten, damit die mal aus dem Knick kommen. Hier haben gerade die LKWs. Aber es ist, man muss auch dazu sagen, es ist nicht mehr so einfach wie früher, denn STS möchte natürlich reale Marken, wie es zum Beispiel hier mit Volvo ist, oder jetzt mit dem Lone Star ins Spiel bringen und nicht irgendwelche No-Name. Deshalb ist es auch verständlich, dass es hier auch ein bisschen länger dauert. Gut, ich habe jetzt hier gleich mal den Lone Star, hier zum Beispiel in Arizona, wir wollen uns den mal online kaufen und dementsprechend anschauen. Wir gucken natürlich, wir nehmen die kleine Hütte und schauen uns den einfach mal an. Also meine das ist jetzt wirklich nur meine, ne? Also nur das, was ich denke, was ich fühle, was ich spüre, wenn ich diese Kiste sehe, und ich sage euch, ich finde ihn einfach nur hässlich. Liegt daran, mir gefällt einfach die komplette Front nicht, das ist einfach, ich weiß nicht, aber es hat, wie schon gesagt, das ist nur meine Ding, ne? Das ist, ich finde es gut, dass das neues Modell da ist, das neue LKW da ist, dass das alles sehr, sehr schick aussieht, brauchen wir überhaupt nicht reden, aber er gefällt mir einfach halt nicht, ne? Das ist halt einfach nur mal so, ne? Es ist halt einfach nur meine Sichtweite des LKWs. So, ansonsten, wie schon gesagt, wir haben hier drei Fahrerhausvarianten, die Daycap. Wir gucken hier mal, was da mit dabei ist. Hier noch ein Spoiler dabei oder so. Nee, ne? Horn Adaption. Hinten haben wir nichts mehr. Tröten und so. Gut, dann schauen wir beim High Sleeper. Da will ich mal ein bisschen gucken, ob hier noch welche Spoiler oder so mit dabei sind. Hier zum Beispiel, ne? Aber diesen High-Rise Cabin Deflector Spoiler. Da spoilert es dich weg. Guck mal, und dann hier die Skyrise Edition. Hier, zack, die ist dann so und die hat dann natürlich kein Spoiler mehr. Und mit der wollen wir dann hier uns das jetzt alles mal ein bisschen anschauen. Also Fahrwerkvarianten, alle 6x4, 6x2 mit diversen Tankgrößen. So, wir haben eine Motorisierung von 400 bis 605 PS. Das ist natürlich alles original. Und ja, dann könnt ihr euch das passende Getriebe dazu noch raussuchen und. So, jetzt zum Interieur. So, was können wir alles sehen? Kühlschrank, Bett unten, Bett oben. Boah, ansonsten, oh, amerikanischer LKW, ne? Dann gibt es hier ein bisschen mit Holzgedöns und, ach was denn hier, guck mal. Das ist dann hier die Diamond Black Cherry Edition. Da habt ihr noch ein paar hier Anzeigen mehr und so. Und hier noch ein Knopf. Weiß ich nicht, für was das ist. Ist auf alle Fälle da. Die lasse ich jetzt natürlich auch drin. Logisch, wir haben Farben. Natürlich die Standard von SCS. Die könnt ihr hier nach wie vor nutzen. Die lasse ich auch mal. So, wir haben rundum Tröten. Wir haben hier natürlich Sonnenblenden in verschiedenen Varianten. Finde ich auch ganz schön. Dann Namensschild, hier Namensdinger, die lasse ich mal weg. Standard. Was mich ein bisschen jetzt irritiert, ist natürlich, sind so das gleiche bei ETS 2 aktuell, sind noch so Anbaupunkte hier, die wir jetzt hier haben, wo man aber noch nichts machen kann. Stellt sich mir die Frage, die 100.000 Ostmark-Frage, was kommt hier irgendwann mal noch? Ne? Umsonst ist der Punkt ja nicht da. Vielleicht kommt da irgendwann mal noch was. Hier irgendwie so ein amerikanisches Tuning-Gedöns-DLC, was weiß auch ich immer. Müssen wir mal gucken. Dann hier diese Warning Flex, die kennen wir schon, ne? Von den anderen Modellen, das ist nichts Neues. Dann hier mit Sensor und dann hier Oversize Load bei Schwerlasten oder so, ne? Brauche ich euch auch nicht erklären, wisst ihr Bescheid. So, dann hier die Sidebar in Chrom, die seht ihr hier, oder hier mit Lampen. Boah, sind dran, brauche ich nichts weiter dazu sagen, ne? Dann die Airfilters hier auch schon mit Lampen oder dann hier mit so. Auch fette Lampen, eine kleine Lampen, fette Lampen. Könnt ihr euch raussuchen. Türgriffe, brauche ich gar nicht erklären. Chromtank, International. Was haben wir hier noch? Ah ja, hier. Auspuffanlage, muss auch sein. Gretel lässt grüßen. Und natürlich, tja, dabei kannst du mal bei den Amis rüber gucken, was die rausblasen oder bei den Asiaten. Und dann kommt die zu uns und sagt zu uns, wir sollen mal hier. Alter, egal. Ein anderes Thema. So, dann jetzt nochmal im Interieur, klar, so ein bisschen Kabinen-DLC-Gedöns ist natürlich mit dabei, vorausgesetzt, man hat hier ein bisschen was. Das andere ist ja dann hier alles Standard und, wow, was haben wir hier noch?
Ach, das sind die Spiegel draußen, Lenkrad. Wir haben jetzt natürlich dieses Lenkrad-DLC, dann kann man hier natürlich noch ein anderes Lenkrad hinklastern, pflastern, wenn man möchte. Und natürlich auch diese Knüppel, die waren auch mal im DLC dabei. Das andere ist von Sizzle, das würde ich jetzt aber nicht drauf weiter eingehen. Und Navi haben wir ja eh da. Das heißt, wir brauchen jetzt hier auch kein separates Navi oder so. Das bleibt halt wie es ist. So, ich werde mir den jetzt mal hier kaufen, bestellen. Kaufen. Stell mal Las Vegas. Da, wo der Rubel noch rollt, wortwörtlich. Und dann gehe ich jetzt nochmal. Weil ich will mir ja natürlich das jetzt nochmal angucken, indem, dass ich sage, es war jetzt die fette Hütte. Wir nehmen jetzt die Sleeper Cap und gucken hier nochmal kurz drüber. Also das ist alles gleich. Den Spoiler, den brauche ich jetzt nicht erklären. Außer, mal gucken. Mal gucken, wo da meine Rundumleuchten sind. Ah, gut, die funktionieren also nur, wenn ihr das hier dann, diesen Spoiler weg habt, ne? Logisch. Ansonsten bleibt hier dann natürlich auch alles gleich. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu der Daycap-Variante. Mal ein bisschen gucken. Weil hier haben wir natürlich nur die Hörnchen. Da könnt ihr nur ein Hörnchen draufsetzen. Ein Eichhörnchen. So, siehst du? Das bleibt gleich. Rundumleuchten haben wir eh schon da. Das interessiert mich natürlich auch hier, ne? Wie das bei dieser Bude hier aussieht. So, was haben wir hier noch? Ach, das war das. Ja, Tankvariante. Einfach mal so zum Gucken. Die Daycap-Variante geht ja. Die ist ja. Ja, mir gefällt einfach dieses spitzwinklige hier nicht. Dieses runde Gedöns und die Lampen. Wenn die Lampen jetzt vielleicht hier so wären, dann wäre es vertikal. Dann wäre es vielleicht besser, aber okay. Ist halt nun mal so. So, Interieur bei der Daycap-Variante hinten raus. Natürlich mit freie Sicht nach draußen. Was mich jetzt hier ein bisschen irritiert ist, ich sehe hier keine Achsen. Ist ein bisschen komisch, oder? Wenn ich aus dem Fenster klotze, müsste ich theoretisch hier ein bisschen was sehen. Und ich, wenn ich da hinten gucke, sehe ich hier gar nichts. Naja, da gucken wir dann nochmal, wie es dann außen aussieht. So, wir gehen jetzt hier rein, oder eher raus. LKW-Manager. Tauschen jetzt den Volvo mal gegen diesen sehr hübschen Lone Star. So, jetzt sind wir da. Ich schalte mal hier den Diesel an. Alter. Hier haben wir unser Dashboard. Speedometer. Engine-Stunden. Das sieht ganz cool aus hier. Also, das ist schon mal nicht schlecht. So, dann hier Navi, klar. Dann hier noch ein paar andere Kleinigkeiten noch. Die dann gar nicht so schlecht aussehen hier. Schlafen wollen wir jetzt nicht. Wir wollen einfach jetzt hier mal rausfahren aus der Garage. Gucken uns den LKW nochmal wieder genauer an. Der ist aber auch hässlich. Aber wie schon gesagt, das ist einfach nur Geschmackssache, ne? Wisst ihr selber, ich muss einfach nochmal drauf rumreiten, weil mir gefällt er überhaupt nicht. Ich finde es toll, dass er jetzt neue LKWs rausbringt. Es gibt aber in Amerika so viele LKWs. Oder so viele verschiedene Marken und Modelle, aber oh, dann dieser Lone. Egal. Wir schauen uns natürlich noch einen Lichttest dazu an. Also hier unser Standlicht. Dann mit Abblendlicht und Fernlicht. Tröten gehen mal gar nicht, aber okay, ist halt nun mal so. An der Seite, an der Front. Funktioniert alles. Jetzt im Interieur. Boah. Genau. Rundumleuchten haben wir natürlich auch noch. Ne? Boah, passt soweit. Gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen hier. So, dann kommen wir mal zum
Fazit unseres Lone Stars, der jetzt ganz frisch für alle umsonst, muss man mal dazu erwähnen. Ne? SDS hat gesagt, kommt Jungs, wir fliegen mal nach Amerika, wir holen uns die Rechte für den LKW, wir bauen den 1:1 nach und wir geben den umsonst raus. Ist natürlich auch eine tolle Sache, muss man dazu sagen. Dein oder andere, ja, nee, wir sagen es einfach mal so, toll, alles umsonst, for free, für alle, finde ich gut, als einziges Update für den ATS und finde ich eine tolle Sache. Ne? Die DLCs kosten schließlich auch ein paar Euronen und deshalb finde ich es eine tolle Sache, dass der jetzt hier frei ist. Haben sie auch geschrieben, free, frei DLC. Ja gut, DLC ist es ja nicht, einfach ein freier LKW. So, nichtsdestotrotz ist er gut gelungen, er sieht aus wie der echte. Und genauso hübsch und wunderschön. Ich werde heute Nacht davon träumen, so schön ist er. Und, aber nichtsdestotrotz, echt gut geworden. Kann man echt nicht meckern. Und, ja, finde die Hupe jetzt vielleicht nicht so. Und irgendwie der Sound klingt ein bisschen komisch. Ich kann es jetzt natürlich nicht nachvollziehen, ob es der Originale ist. Vor allem, wenn er umschaltet, die Gänge, klingt ein bisschen komisch. Also, wie wenn er leichten Raucherhusten hätte. Aber so ist es halt nun mal. Vielleicht hat er offene Socken, man weiß es nicht. Ja, sonst gibt es hier nicht viel hinzuzufügen. Ihr habt ja soweit alles gesehen. Ihr werdet wahrscheinlich schon selber dran rumschrauben, rumtesten, ein bisschen rumfahren im ATS. Und dann wird es auch nicht lange dauern. Dann könnt ihr den bestimmt auch im Multiplayer fahren. Und ja, gibt natürlich auch wieder Abwechslung und natürlich Spaß. Habt ihr noch Fragen dazu, dann dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten natürlich auch im SCS-Blog. Ich werde das nochmal verlinken. Da könnt ihr dort auch kommentieren, wer Lust und Laune hat. Darf SCS da auch nochmal Danke sagen dafür. Und ja, ansonsten lasst ein Däumling da und Abo für den Kanal nicht vergessen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Lone Star. Für alle nun frei erhältlich für den American Truck Simulator. In diesem Sinne, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.